Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch das Victorinox Ranger Grip 55 Messer in Onyx Black vor. 104,90 Euro ist eine Menge Kohle für so ein Victorinox Messer und das ist auch eins der teuersten, aber auch eins der schönsten. Jedenfalls hoffe ich das, ich habe selbst noch gar nicht reingeschaut. Es hat 12 Funktionen, wiegt 166 Gramm und ist 130 mm lang. Das Polyspektral-Finish in dieser Onyx Black Farbe, das sieht auf jeden Fall auf den Bildern sehr geil aus. Ich bin gespannt, wie es in echt aussieht. Die Schalen sind aus Polyamid und das macht die Materialien schon mal ziemlich hochwertig. Die Verpackung ebenfalls, die sieht nämlich so aus. Onyx Black Collection. Okay, es ist offensichtlich für eine Sammlung gedacht. Also, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich im Wald schnitzt oder ob das eher so, ja, ich denke mal, zu zwei Dritteln mindestens in Vitrinen versauert. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, weil das ist ja fast schon zu schön und zu schade, um es zu verwenden. Ui. Groß ist es. Ziemlich groß. Kleines Lanyard hinten dran. Okay. Schwer. Ui, das ist... Oh, heftiges Teil. Weil Victorinox-Messer sind eigentlich viel kleiner. Das ist schon wirklich sehr, sehr groß vergleichsweise. Ja, Papierkram, für den wir uns selbstverständlich nicht interessieren. Also ich jedenfalls nicht. Und das ist das Messer. Da hat aber jemand scheinbar nicht mit Handschuhen gearbeitet, wollte ich gerade sagen. Aber nein, das ist hier Schmierfett. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay, ich dachte, die Klingen bzw. das Metall sind matt. Auf den Fotos im Internet sieht das Material nämlich matt aus, ist es aber gar nicht. Okay, das Fett müssen wir erstmal hier abkriegen. So. Ist aber gut, dass es schon so schön vorgefettet ist. Gut, das kann man jetzt noch später machen. Also so sieht's aus. Wie gesagt, ich habe mit mattem Material gerechnet, aber das sieht doch krass aus. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Weil normalerweise die immer so einfach beschichtet sind, die Klingen. So sieht's aus. Krass. Wie gesagt, die Flecken gehen noch weg, das ist nur das Öl. Boah, das Messer ist schon heftig. Also... Der eine oder andere denkt, es ist vielleicht langweilig, aber nee, das ist... Okay. Bin ich dumm? Ach, hier! Es hat einen Liner-Lock. So. Gut. Oh, sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, das Griffmaterial. Sehr schön, griffig. Fühlt sich auf jeden Fall nicht wie billiges Plastik oder so an. Polyamid, okay. Sehr geil. Dann das Victorinox-Logo, auch schwarz-weiß. Ist ja komplett in schwarz erhalten eigentlich, das Messer. Hier haben wir, wie gesagt, das Lanyard. Kurz mit dem kleinen Ring hier. Fangen wir einfach mal an, die ganzen Funktionen durchzugehen. Korkenzieher. Schick. Dann haben wir hinten das Teil. Ich vergesse jedes Mal, wie man das nennt, ehrlich gesagt. Ihr wisst Bescheid. Bin jetzt auch kein Experte, was diese Dinge angeht. So, haben wir ja schon alles auf der Seite. Da sind nur zwei Dinge zu finden. Okay, hier an der Seite haben wir die Pinzette. Die ist immer sehr praktisch. Dann haben wir des Weiteren den Zahnstocher, auch in schwarz. Krass, hier sind sogar die ganzen Einzelteile gefärbt. Das macht das Messer schon ziemlich speziell. Okay, hier seht ihr auch das Öl, was überall aufgetragen ist. Wie gesagt, könnt ihr dann noch ein bisschen selbst wegstreichen. Flaschenöffner, also Kapselheber, dann den Schlitzschraubendreher, hier zum Entgraden von Kabeln. Fühlt sich wirklich sehr schön an. Sehr schönes, hochwertiges Messer, aber das muss ich eigentlich auch bei Victorinox-Produkten nicht extra dazu sagen. Ja, dann haben wir einen Dosenöffner, der übrigens sehr gut funktioniert. Also ich habe persönlich nur einen Dosenöffner im Haushalt, also jetzt habe ich zwei. Ich habe nämlich noch ein anderes, relativ einfaches Victorinox-Messer, habe ich auch schon mal vor einigen Jahren, gefühlt 4, 5 Jahren, ein Video zugemacht, ist auf jeden Fall noch online, das grüne. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Also die Victorinox-Dosenöffner, die gehen viel besser, als man denkt, auch wenn sie klein sind. So, dann alle großen Victorinox-Messer haben eigentlich diese Funktion, und zwar die Säge. Die ist echt geil. Ich habe damals, lass mich lügen, vor 14, 15 Jahren mein erstes gehabt. Und da hatte ich auch so eine Säge dran und ich war damals... als Kind so begeistert von dieser scharfen Säge. Die Sägen von Victorinox sind echt überkrass. Damit kann man wirklich sehr, sehr schön effektiv sägen. Darf man aber nicht abrutschen. Die sind, boah, oh Junge, Alter. Die sind echt krass.
Sieht auch geil aus. Mit der schwarzen Farbe. Sehr geil sogar. Gut, und dann haben wir die Klinge an sich. Victorinox steht hier. Wie gesagt, wegen dem Fett. Müsst ihr selber nochmal gucken. Das ist am Anfang natürlich ein bisschen optisch nicht so schön. Und hier nochmal Swiss Made Delamont. Oder Delamont. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. So sieht die Klinge aus. An sich schlicht, aber diese Farben und dieses Material, die sehen überkrass aus. Ja. Also was die Schärfe angeht, muss ich bei Victorinox, glaube ich, nichts dazu sagen. Ja. Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr schöne Klingen. Und ja. So sieht's aus. Da hätte ich mich fast verletzt. So, nochmal zum Längenvergleich. Beides. Ja, Klinge ist auch ziemlich lang eigentlich. Weil die Säge halt irgendwie viel länger wirkt. Mensch, bin ich dumm. So. Hätte man ein bisschen schicker machen können, finde ich. Mein Fadi hat ein Messer, wo der Knopf hier, glaube ich, die Funktion ist, dass man die Klinge wieder einklappen kann, dass man den reindrückt und so. Ich finde den Line Lock als einziges jetzt nicht so schön an dem Messer. Also, dass man das so, naja, so unten so unter der Klinge reindrücken muss, das finde ich jetzt nicht so schön. Hätte man echt ein bisschen angenehmer lösen können, gerade weil das Messer ja eigentlich auch ziemlich dick und groß ist, wo wirklich ausreichend Platz ist, um solche Techniken zu verstecken. Aber an sich sonst ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Liegt sehr gut in der Hand, gerade ich habe auch ziemlich große Hände. Muss ich echt sagen, das ist geil. Richtig, richtig nice. Und sehr, sehr schöne Verarbeitung. Ich finde es viel besser als das matte Material. Das hier wird bestimmt sehr lange halten und auch nicht irgendwie abgehen. Und auch das Griffmaterial, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Messer. Sehr hochwertig gemacht, wie immer von Victorinox. Und sehr zu empfehlen für jede Sammlung oder als Geschenk. Danke fürs Anschauen meines Videos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie aber bitte nicht mir. Und der Link zum Produkt ist selbstverständlich in der Beschreibung. Gönnt euch mies. Auf Wiedersehen, euer Max Onyxberg.